Hallo zusammen und herzlich willkommen auf dem Videoblog der Aluminiumgießerei Kofundi. Heute möchte ich Ihnen ein weiteres Teil vorstellen, das wir hier in Kofundi produzieren. Hierbei handelt es sich um ein Schaufelblatt eines Ventilators, der speziell in einer Mine in Afrika eingesetzt wird. Genau weiß ich allerdings nicht, ob in der Mine Gold, Platin, Zinn oder Eisen abgebaut wird. Da es sich hierbei um ein tiefes Bergwerk handelt, gibt es kaum Luftzufuhr. Diese wird mit großen Ventilatoren zugeführt, sodass die Bergleute ruhig atmen und arbeiten können. Sie können sich also nun vorstellen, dass dieses Teil eine wichtige Funktion übernimmt. Da das Teil sehr groß ist, wurde es in einer chemisch gebundenen Sandform manuell gegossen. Die Sandform gibt uns mehr Flexibilität. Die Produktionsserie ist klein. Es werden nur 10 Ventilatoren benötigt. Jeder dieser 10 Ventilatoren besitzt 8 Schaufeln, sodass wir insgesamt 80 Schaufeln hergestellt haben. Wie eben schon erwähnt, wird es manuell gegossen und da die Schaufeln so eine wichtige Funktion übernehmen, sind die Kontrollanforderungen auch sehr hoch. Der Guss selbst und die Formherstellung sind recht einfach. Aber insbesondere auf mechanischer Ebene wird viel verlangt, da die Schaufeln nicht kaputt gehen dürfen. Denn von diesen Ventilatoren sind viele Menschenleben abhängig. Qualitätsanforderungen sind folgende. Die Lichierung muss aus Erstschmelze stammen. Die Schmelze muss sehr genau auf Gase kontrolliert werden. Die Wärmebehandlung muss sehr gut sein. Die mechanischen Eigenschaften müssen respektiert werden und die innere Granulometrie muss entsprechend fein sein. Um all diese Ansprüche zu erfüllen, werden Proben entnommen und damit verschiedene Tests durchgeführt. Ansonsten ist bei diesem Teil nicht nur die Metallurgie und die Qualität des Materials von Bedeutung, sondern auch die dimensionale Ebene wichtig. Die Schaufeln müssen eine bestimmte Form haben, um ihre Funktion erfüllen zu können. Sie sind leicht geschwungen, sodass viel Luft in das Bergwerk gelangt. Welche Herausforderung stellen wir uns da nun entgegen? Die Schaufeln werden nach dem Guss noch wärmebehandelt und dürfen sich dabei nicht verziehen. Wie auch schon einmal in anderen Videos erklärt, kann es bei dem Prozess zur Veränderung der Stoff- bzw. Materialeigenschaft wie der Wärmebehandlung auch zu Torsionsproblemen kommen, da sich das Aluminium bei Hitze dehnt. Da haben wir aber so unsere Tricks, die ich natürlich hier nicht verraten darf, damit dies nicht passiert. Das war's für heute zu dem Thema Aluminiumgussteile. Wir sind sehr stolz darauf, so ein Teil produzieren zu dürfen. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns ein Like da lassen oder uns auf unserem YouTube-Kanal folgen, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat. Auf unserer Webseite www.kofundi.com finden Sie weitere Informationen zu uns und dem Thema Aluminiumguss. Vielen Dank!